wo soll ich diesen Chip hinkleben? Nun, die physikalische Antwort ist, eigentlich ist es egal, weil du in jedem Fall dein Feld aktivierst. Wenn ich also über die Zelle gehe, über die Energiezelle und zum Beispiel im Bauchbereich den Chip klebe, dann habe ich eine mildere Wirkung, als wenn ich den Chip direkt auf der Stirn trage. Für die Stirn bräuchte ich am besten Stirnband und könnte ihn dann direkt hier davor tragen. Das heißt, meinen Patienten sage ich, es kommt ein bisschen darauf an, wie sensibel du auf den Chip reagierst. Die direkte, unmittelbare Stimulation wäre hier vorne. Ein etwas weniger direktes Element wäre über den Bereich des Herzens, also im Bereich Brustbein. Und die dritte, sanfteste Methode wäre ein Querfinger unterhalb des Bauchnabels. In allen Fällen sollte man bei ungefähr 2x30 Minuten sein am Tag. Und wenn man die gut kann, kann man es verlängern. Ich habe auch ein paar Menschen erlebt, die den Chip rund um die Uhr tragen. Das würde ich persönlich gar nicht wollen. Aber die beschreiben das als sehr, sehr angenehm.